Krebse sind Sensibelchen, Skorpione sind Lüstlinge und der Steinbock ist ein Dickschädel. Die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist nimmt in ihrem neuen Comic Astrologie unsere Sternzeichen auf die Schippe und das auf sehr unterhaltsame, geistreiche und lustvolle Art. Darüber sprechen wir jetzt heute mit einer der besten und bekanntesten Kabarettistinnen Deutschlands, Maren Kreumann. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Literaturclub, wie immer aus dem Papiersaal in Zürich. Heute zu meiner letzten Sendung als Moderatorin. Also bleiben Sie dran und begrüßen Sie sehr herzlich mit mir die Kritikerrunde des heutigen Abends, Lukas Bärfuß. Sein aktueller Roman Die Krume Brot ist gerade erschienen. Außerdem kuratiert er für das Forum des Literaturfests in München gerade das Programm und arbeitet auf Hochtouren für das Welttheater in Einsiedeln 2024. Raoul Schrott, sein aktueller Gedichtband Inventur des Sommers, widmet sich dem Abwesenden. Ich bin froh, dass Sie heute Abend hier sind. Und als Gastkritikerin begrüße ich sehr herzlich Maren Kreumann. Sie widmet sich seit vielen Jahren sehr präzise und pointiert mit ihrer Sprache, der Schauspielerei, der Sängerei und Sie sind Kabarettistin und Sie bringen Haltung und Unterhaltung zusammen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Unser Vorleser ist heute Thomas Saubacher. Er hat gerade zufällig mit Maren Kreumann einen Film gedreht. Und wir hatten eine Bettszene. So, aber jetzt kommen wir zu den Büchern der Sendung, denn deshalb sitzen wir hier. Lukas Bärfuß, was haben Sie mitgebracht? Ich darf über eine zauberhafte, wunderbare Begegnung reden. Ich habe etwas mitgebracht, die wunderbare Welt von Sarah Elena Müller in ihrem neuen Buch Bild ohne Mädchen. Raoul Schrott. Ich habe Ihnen einen Klassiker mitgebracht, Camus, La Chute des Falls, sein dritter Roman, für den er ein Jahr später nach Erscheinen kurz vor seinem Tod den Nobelpreis gekriegt hat. Eines der einflussreichsten Bücher in der Literatur, daran gemessen, dass Edward Albee's Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Thomas Bernhard mit seinen Monologen, Handkes Publikumsbeschimpfung, ohne dass undenkbar wäre, und auch Bob Dylan eine Seite davon vertont hat, nämlich You've Got to Serve Somebody. Maren Kreumann. Ich habe hier mitgebracht Theresa Präauer, Kochen im falschen Jahrhundert. Es geht darin um eine Abendessenseinladung. Und Theresa Präauer beschreibt, wie die daran teilnehmenden Menschen, vor allem die Gastgeberin, in gewisse Wallungen, Bewegungen geraten, psychologischer, verbaler, sozialer Natur, alles ausgelöst durch die Kulinarik, kann man sagen. Ich finde es ein super charmantes Buch und habe mich leider in vielen Dingen wiedererkannt. Ich habe mich auch ein bisschen in ein paar Dingen wiedererkannt bei dem Buch, was ich ausgewählt habe, Liv Strömquist, Astrologie. Liv Strömquist ist eine der feministischen Stimmen, die ich wahnsinnig interessant finde. Und das ist jetzt nicht feministisch, aber es ist wahnsinnig spannend, weil Astrologie uns alle betrifft, nämlich unsere Sternzeichen. Und Liv Strömquist stellt hier jedes einzelne Sternzeichen vor. Was besonders lustig ist, ist, dass sie vor allem die negativen Eigenschaften herausstreicht und Beispiele bringt aus der ganzen Kulturgeschichte, aus unserer Menschheitsgeschichte, von Diktatoren, von SektenführerInnen, von irgendwelchen verrückten Menschen. Es ist unglaublich gebildet, es ist extrem gehaltvoll, sehr, sehr lustig. Und hinten gibt es auch noch einen Teil der Theorie, wo sie quasi mit Adorno und anderen Denkern erklärt,
Warum uns eigentlich Astrologie so fasziniert, obwohl wir ja 300 Jahre Aufklärung hinter uns haben und trotzdem immer noch so viel Faszination daran finden. Und als ich das gelesen habe, ging es mir auch so, man versucht ja doch immer wieder was wiederzuerkennen. Raul Schrott, Sie haben sich jetzt in den letzten Jahren mit dem Sternenhimmel der Menschheit befasst. Wie steht es denn bei Ihnen mit der Astrologie? Ja, es ist ein Riesenquatsch. Sie ist interessant deshalb, weil mit der die Wissenschaft anfängt, weil man zum ersten Mal versucht hat, vor 5000 Jahren eine Korrelation festzustellen zwischen Naturphänomenen, funkeln Sterne oder sind sie eher schwach, was etwas über das jeweilige Klima und das Monat gerade aussagt. Aber daraus dann Kausalitäten abzuleiten und uns zu typologisieren, wie das hier gemacht wird, ist also das, was man psychologisch oder kognitiv einen Confirmation Bias nennt, also eine Bestätigungsverzerrung, wenn man dann nur die Fakten annimmt, die in ein bestimmtes System passen. Und das lässt sich ja hier ganz leicht machen. Also da wird jemand beschrieben, Sternzeichen Waage, als unglaublich charmant, sagt immer das Richtige, ist das beste Sternzeichen, das ist also das Sternzeichen von Putin. Anderes Beispiel ist Krebs, ist ein Sensibelchen, tut am liebsten weinen und umdekorieren und schließt sich ins Badezimmer ein. Das ist das Sternzeichen ich. Von... Ja, das bin ich, Krebs. Sie beide gut. Sind ja Steinbock. Also aber das ist das Sternzeichen von Angela Merkel. Und wenn man das Sternzeichen von Jesus betrachtet, so ist er unheimlich ehrgeizig und kommt nie zum Abendessen unter. Damit wäre das Ganze schon als Quatsch diagnostiziert. Aber ist es wirklich Quatsch, was Liv Strömquist hier macht? Ja, möglicherweise ist es Quatsch, aber es ist ein sehr erfolgreicher Quatsch. Und er überdauert die Zeiten. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viele Dinge, die sehr einnehmend sind bei der Astrologie. Wir alle möchten gerne wissen, ob die Konstellationen in dieser Welt irgendeine Bedeutung haben. Und wir als Kinder des Positivismus haben uns das ausgetrieben. Wir sehen die Kategorien und nicht mehr die Konstellationen. Und ich glaube, das war übrigens interessant, weil Sie das gesagt haben, hinten im Buch. Für mich war das vorne im Buch. Ah, Sie haben andersrum angefangen. Ja, genau, wow. genau, weil das ist ja auch was Besonderes daran, dass es nämlich zwei Seiten gibt. Und ich habe ja eine Vergangenheit als Comics-Buchhändler. Sie waren lange. Und deshalb bin ich hier, genau. Und ich habe sehr viele Comics gelesen, auch aus beruflichen Gründen. Und auch sehr viele Sachcomics. Und deshalb war ich da ein bisschen auf meinem Gelände. Und was sagt jetzt der Experte? Der Experte sagt, weiter so. Also ich glaube, was jetzt den Sachteil betrifft, da gibt es ja sehr viele Gedanken von Adorno zum Beispiel, die sehr interessant sind und mit sehr viel Gewinn zu lesen, wie zum Beispiel die Frage war, wie kommt es eigentlich, dass wir für rationale Erklärungen oder für rationale Probleme irrationale Lösungen suchen und umgekehrt. Und die Funktion der Astrologie, der Sternzeichen in der Moderne, das ist alles sehr interessant. Es ist einfach nicht wirklich originär von Liv Strömquist. Dort in diesem Teil. Ich fand es manchmal auch ein bisschen schade, dass sie dem sequentiellen Erzählen dann plötzlich nicht mehr richtig vertraut und die Information wirklich richtig dick auf die Seite bringt und das nicht mehr portioniert, strukturiert, nicht mehr in die Dramaturgie hineinbringt. Ich fand es dann irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, dass sie ja sehr kritisch ist in diesem Sachteil, im illustrativen, im erzählerischen Teil, wo sie dann die einzelnen Sternzeichen durchgeht, ist sie ziemlich affirmativ. Mhm. Und er geht da wirklich und betont diese Unterschiede und macht daraus auch ihre Geschichte, wie es wahrscheinlich eine gute Erzählerin tun muss. Ich glaube, die Sachcomics sind etwas ganz, ganz Wunderbares, weil man lernt wirklich viel in sehr kurzer und sehr unterhaltsamer Weise. Ich würde jetzt von all ihren Büchern das nicht an erster Stelle setzen. Aha, wie ging es denn Ihnen? Weil Sie kennen ja die... Ich würde das auch nicht an erster Stelle setzen. Ich finde ja, dass sie doch sehr ironisch auch mit der Astrologie umgeht. Sie nimmt das gar nicht so ernst. Genau. Und ich nehme das ja auch nicht so ernst. Also ich habe das eher so gelesen, dass ich mich gefreut habe. Sie hat ja so richtig gemeine Sachen gesagt dann über. Sie hat die astrologischen Pseudo-Erkenntnisse dazu benutzt, um richtig Leute zu bashen.
Und da hat mir gut gefallen, dass sie dann auch Frauen sich vornimmt, wie zum Beispiel Gwyneth Paltrow, die ein riesen Business macht mit dieser Modebranche, wo sie so halb esoterisch irgendwie arme Frauen, die wirklich kein Geld haben, dazu bringt, teures Geld zu bezahlen, damit sie noch reicher wird. So, sowas macht sie und das finde ich großartig. Und es ist gar nicht so oft, dass lustige Frauen sich trauen, auch mal was Negatives oder andere Frauen zu verarschen, wenn es denn nötig ist. Ja. Also so, man begibt sich ja auch 50% der Humorgegenstände, wenn man das nicht mal macht. Sie macht dann auch Kim Kardashian, ist in derselben Kategorie, oder Ayn Rand. Genau. Also sie nimmt auch Frauen, das ist in dem Sinne ein sehr genderfreier Blick. Ja, aber ich finde es durchaus feministisch. Ich finde es, man kann Feministin sein und andere Frauen verarschen. Ich finde ja sowieso, dass jeder ein Recht auf Verarschung hat, auch jede Frau. Sogar die Frauen. Ja. Was ist daran denn feministisch? Naja, dass sie unterscheidet, dass sie sagt, das ist zwar eine Frau, aber das ist eine, die einfach Geld macht. Mhm. Und Kim Kardashian ist ja so ein Role Model, die Millionen, Milliarden Follower hat und alle Frauen haben auf einmal schwarze Haare und einen Mittelscheitel und haben diese Schlauchbootlippen und diese dünne Taille. Und also da muss man auch als Feministin schon mal negativ, also da muss man ein bisschen satirisch mit umgehen, also Position beziehen. Und ich weiß, es gibt auch Feministinnen, die sagen, Kim Kardashian sei ein Role Model für Feministinnen, weil sie jetzt Jura studiert. Ich habe da meine Zweifel, ob das wirklich ist. Aber was haben Sie denn sonst noch erfahren aus diesem Comic, weil Sie gesagt haben, ein Sachcomic? Ja, ich finde die Auswahl ganz interessant, weil ich da etwas über Figuren erfahren hätte, was ich sonst nie erfahren habe. Das erste Paar in Amerika, das jeweils von Aliens entführt worden ist, oder die Gründe von der Opioid-Crisis aufgrund der Sammlerleidenschaft Sackler, der Familie Sackler etc. Ich finde die Zeichnung, sie kann nicht besonders gut zeichnen. Ja. Auch das, was ein Comic ausmacht. Na, eben. Also das ist der Punkt. Aber bei den anderen Büchern sieht man, dass sie ja auch nicht besonders wenn er fertig ist. Aber hier hat es also wirklich einen Zweck, weil es die Figuren immer so auf ein infantiles Niveau runterholt. Und man merkt, dass all diese Zuweisungen von Schicksal und von Charakter letztlich die Menschlein sehr, sehr klein als Puppen zeichnet und das quasi nimmt da ein bisschen die Luft raus. Was auch schade ist, ist, dass spannend für mich ist, weil ich gern Text lese, ist das sehr textlastig und dabei sehr klug ist. Aber das, was eigentlich einen Comic ausmacht, nämlich die Spannung zwischen Bild und Text, dass sich dadurch eine bestimmte Metaphorik ergibt, das ist bei ihr nicht, aber es ist eigentlich nur illustrativ und sequenziell geht sie da runter. Aber es ist ein ganz lustiges, amüsantes Buch für einen Strand. Ja, ich würde dieser Pseudodilettantismus, den sie da zeigt, den würde ich jetzt nicht in den, eben es ist Pseudo, ich glaube, die könnte schon viel besser. Und ich glaube, das passt sehr gut, weil es natürlich nicht durch die grafische Kompetenz überwältigt, sondern man... Es lenkt nicht ab vom Text. Es lenkt nicht ab, aber vor allem, es gibt einem so ein leichtes Überlegenheitsgefühl, wenn man es liest. Und das ist sehr verführerisch. Und dann hat man gleich den Ärmel drin, weil sie weiß eigentlich schon ziemlich alles besser als ich. Aber durch dieses krakelige grafische Layout hat man immer das Gefühl, erzähl mir doch nichts. Also ich finde auch, dass das ist nicht absichtslos von ihr, sondern sie hat die Methode, dass sie eigentlich, das ist was Spielerisches, wie so ein Kind eigentlich zeichnet und man nimmt es dann nicht so ernst. Dadurch hat es aber auch nicht was Einschüchterndes. Das ist nicht Hochkultur. Das ist irgendwie so ein bisschen hingerotzt und die eigentliche Message ist in den Texten. Und das ist ihre Art, wie sie einen irgendwie das ganz befreit und arglos lesen lässt. Also aber trotzdem ist es ja sehr substanziell, unterlegt mit wirklich vielen Informationen, aber sprachlich dann wieder sehr salopp umgesetzt. Also in dem Sinne sehr jugendlich, würden wir jetzt sagen. Nicht wissen davon, was jugendliche Sprache ist. Sie unterläuft so eine gewisse Seriosität, genau. Das gefällt mir gut. Genau, sie spielt ein bisschen damit, auch mit diesem Schematischen, dass sie irgendwelche Zuschreibungen macht, Sternzeichen Sensibelchen, Sternzeichen Dummschwätzer. Aber dann macht sie sich doch selber lustig. Ja, natürlich. Es
ist auch satirisch. Es ist nicht ernst zu nehmen. Und trotzdem hat es Momente, die wirklich sehr informativ sind, finde ich, und einen weiterbringen. Eben dieser Theorieteil, der hat mir dann doch sehr gut gefallen. Also es ist ein großartiges Buch für den Sommer. Ein Geschenk auch für Leute, die man vielleicht nicht so gerne hat. Und im Strauhof, im Museum Strauhof in Zürich gibt es außerdem eine Ausstellung zu Liv Strömquist gerade, die bis zum 3. September läuft und in der Sie Einblicke in Ihr Werk nehmen können. So, und bevor wir zum nächsten Buch kommen, stellen wir Ihnen unseren Gast von heute etwas näher vor. Maren Kreumann, Schauspielerin, Feministin, vielfach ausgezeichnete Kabarettistin mit erfolgreicher Show im deutschen Fernsehen. Manchmal bringt sie gleich mehrere ihrer Lieblingsthemen zusammen. Ich möchte mich gern für Ihre Organisation engagieren. Sie wissen schon, was wir hier machen. Wie wir auf die Straße gehen und Dinge bewegen. Sie meinen das Ausziehen? Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ehrlich gesagt, ich habe selbst auch so einen kleinen Exhibitionswunsch. Nee, das ist nicht nötig. Vor 30 Jahren war sie die erste Frau, die mit Nachtschwester Kreumann ihre eigene Satire-Show im Fernsehen hatte. Sind Sie ein ganzheitlicher Mensch? Ja, schon. Aber ich bin halt auch gelifted. Heute, im Alter, ist sie erfolgreicher denn je. Wir sind die Alten. Und dabei spart sie auch nicht mit Kritik an ihrer Generation. Wir sind die Alten. Ihr denkt zwar, ihr seid die Geilsten, aber wir sind die Meisten. Musik trägt sie durchs Leben. In My 60s heißt das Gesangsprogramm, mit dem sie auf der Bühne 50 Jahre Pubertät feiert, wie sie selber sagt. Tin can at my feet, I think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Und mit Nummern wie ihrer Persiflage auf die steinreichen Kardashians weiß Maren Kreumann auch die Jungen von heute anzusprechen. Stichwort Alter. Sie sind ja in vielerlei Hinsicht für mich ein Role Model, auch wenn es ums Altern geht. Wie altert man denn gut? Sie sind Jahrgang 49. Also ich bin Jahrgang 49. Also ich finde, Lernen ist die Devise überhaupt eigentlich im Leben. Man wird ja schon ab 17 älter oder wenn man es genau nimmt, ab 5 oder so. Mhm. Aber ich fand immer, also dieses Lernen hat mir gut gefallen. Und wenn man das einmal sich beigebracht hat, das muss man nämlich auch lernen, dann kann man es im Alter super machen, weil wir, also sagen wir mal, mit 60 oder so war meine Mutter eine alte Frau, meine Oma erst recht, wir haben richtig noch eine lange Phase vor uns. Und da können wir auch neue Sachen noch anfangen und da können wir auch noch unsere eigenen Vorurteile vielleicht begraben und uns den Vorurteilen der jungen Leute zuwenden. Sie sind, wenn man sich Ihre Arbeit anschaut, wirklich so eine absolute MeToo-Vorkämpferin. Also Sie haben Geschlechterverhältnisse, Sie haben Machtverhältnisse schon lange thematisiert, bevor Sie überhaupt Debatte in unserer Gesellschaft waren. Das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Genau, das sind alles 94. Themen, die Sie schon weit im Voraus, wie es Literatur ja auch oft macht, dass sie irgendwas aufgreift, was in der Luft liegt, aber noch nicht in unseren Köpfen angekommen ist und thematisiert. Woher kommt denn dieses seismografische Gespür bei Also Ihnen? Ich finde ja auch, eine Qualität von Satire liegt immer im Zeitpunkt. Also man hat ein Gespür für etwas, was vielleicht später mal erst ein Problem wird. Und das muss man dann machen. Und manchmal, ich hatte Glück, weil MeToo ist natürlich eine schreckliche Sache, aber wir haben ein paar Sachen gemacht, die damals natürlich schon sichtbar waren und die Leute wollten es aber nur nicht wissen. So, und jetzt sind mehr Frauen, die sich da artikulieren und auf einmal ist es ein großes Thema und es ist von einem marginalen Thema, von einem sozusagen... Da die hat so ein Hobby, das ist Feminismus, ist es zu einem wirklichen zentralen politischen Thema geworden. Und das ging natürlich nur, auch weil die Frauenbewegung stärker geworden ist und weil viele sich engagiert haben. Aber das hilft mir jetzt, damit auch ein anderer Blick auf meine Arbeit von damals geworfen wird. So. Das ist jetzt der thematische Zugriff, aber Ihre Sketche zeichnen sich ja auch durch den Umgang mit Sprache aus. Ihre Arbeit ist eine Arbeit mit Sprache. Warum haben Sie noch kein Buch geschrieben? Das fragt mich... jeder. Ja, meine Literaturagentin in Spee auch schon seit 20 Jahren. Ja, vielleicht mache ich das auch mal jetzt. Ich dachte immer, wenn ich Arbeit habe als Schauspielerin, muss ich ja froh sein, weil ich hatte auch eine Phase nach meinem Coming-out,
als Lesbe, wo das nicht so gut lief. Und dann war ich immer so froh, wenn ich überhaupt was zu tun hatte, dass ich dachte, das muss ich jetzt machen. Mhm. Und schreiben kann ich ja immer noch. Mhm, so, ja. Aber das war sicher nicht ganz richtig und ich sollte jetzt das mal angehen. Wahrscheinlich. Das nenne ich mal ein Versprechen. Sie haben für die Sendung den neuen Roman der österreichischen Schriftstellerin Theresa Präauer ausgewählt, Kochen im falschen Jahrhundert. Mich hat dieses Buch, als ich es gelesen habe, auch an mögliche Sketche von Ihnen erinnert, weil Theresa Präauer eben auch sehr präzise und pointiert mit Sprache arbeitet. Ausgangspunkt ist, das haben Sie vorhin gesagt, ein Abendessen, bei dem ein neuer Holztisch in einer neuen Wohnung eingeweiht werden soll und die Gastgeberin lädt ein paar Freunde ein und kocht sehr schön. Und ja, was passiert da eigentlich? Das Irre ist ja, dass gar nicht so richtig viel passiert. Also es ist relativ undramatisch. Es gibt diese Gastgeberin und ihren Partner, die werden auch immer Gastgeberin und ihr Partner genannt. Und dann kommen Gäste, das ist ein Ehepaar, die werden Ehemann und Ehefrau genannt. Und dann kommt da ein sogenannter Schweizer, der ist auch da. Und dann unterhalten die sich. Also es ist wirklich keine Action. Aber was passiert, ist eben, dass klar wird, dass dieses Essen, da geht es nicht nur um Genuss und Kulinarik, sondern es geht darum, dass man auch beweist, dass man es kann. Diese Gastgeberin möchte gerne, die hat seit Jahren den Wunsch, mal richtig toll zu kochen und die Leute, ihre Freunde einzuladen in diese neue Wohnung mit dem neuen Tisch. Und das hat sie sich jetzt vorgenommen und das geht schleppend voran, ist aber sehr, sehr präzise beobachtet, wirklich auch, wie Sie sagen, das ist, da könnte man schon also Kabarett-Szenen draus machen, das ist satirisch, aber sie ist auch sehr vorsichtig mit ihren Bewertungen, also die ist nicht eine, die so reinhaut und sagt hier, also so vordergründig, sondern das sind kleine Halbsätze, kleine Sätze, wo sie mal durchblicken lässt, dass sie da Ironie walten lässt. Und was ich toll finde bei dem Buch ist, dass es eben, es geht eigentlich um Essen, aber es geht eben um sehr vieles andere. Es geht zum Beispiel um Sprache, wie sich Sprache verändert hat. Es geht um die Binnenbeziehungen bei diesen Paaren, da passiert auch was, wo man auch denkt, oh, da möchte ich vielleicht gar nicht, also man, irgendwie beim Lesen hatte ich das Gefühl, ich möchte gar nicht so gern ein Teil von einem Paar sein, wenn ich das jetzt so. Also das ist auch sehr wahrhaftig beobachtet und es geht auch sehr viel um Erinnerung. Mhm. Das Buch heißt ja Kochen im falschen Jahrhundert. Es gibt Stellen, wo Theresa Präauer in die Du-Form geht auf einmal. Und das sind überwiegend die Stellen, wo sie sich erinnert, wo sie sich an das Kochen der Mutter, der Großmutter erinnert, das Ursprung, genau, wie es war. Und das ist die Gastgeberin nicht so recht in der Lage, jetzt hinzukriegen. Es ist einfach so, dass dieses Essen einfach auch ein Mittel der Distinktion ist. Die wollen einfach sich alle da auskennen und sie will richtig ein dolles Essen landen. Und wir wollen ja, also wir sind ja eine Generation, ich weiß, die sind natürlich jünger, aber es gab ja eine Zeit, wo, seit den 90ern oder so, nach den 90ern wollten auf einmal alle Hedonisten sein, nachdem sie die Statussymbole durch hatten. Also in den 50ern war es das Auto, dann kam die Musiktruhe, dann kam die Hi-Fi, der Hi-Fi-Turm und so. Und jetzt ist es eben das Gewürzregal bzw. der Induktionsherd und die große Sinnlichkeit und dass man einfach so wahnsinnig locker und ganz elegant auch und souverän beiläufig kochen kann. Und das geht richtig unterhaltsam in die Hose. Genau, weil die große Sinnlichkeit ist es ja nicht. Ich schlage vor, wir springen mal ins Buch und zwar in die Küche der Gastgeberin, die gerade eine Quiche in den Ofen schiebt, weil sie nach langer Recherche im Internet sich gedacht hat, also das ist das richtige Abendessen für diesen Anlass. Und man merkt in dieser Passage schon sehr stark dieses Unbehagen an der Gastgeberinnenrolle. Es liest Thomas Sawacher. Die Gastgeberin breitete den Quiche-Teig in der Tartform aus. Blindbacken war überbewertet, entschied sie und streute den gebratenen Speck, die Zwiebeln und den Porree darüber. Es wäre angenehmer, wäre der Schweizer bei den anderen am Esstisch und würde sie nicht von ihren Aufgaben ablenken. Aber es gehörte zu einer guten Gastgeberin, kochen und sprechen gleichzeitig zu können.
Der Schweizer berichtete von seiner Freundin, sie sei auf Jobsuche, erzähle aber nicht gern davon. Vom Eustress der geforderten Abgaben sei sie nach ihrem Abschluss direkt in den Distress der fehlenden Anfragen geraten. Die Wissenschaft bot auch mit besten Qualifikationen seit langem kein sicheres Einkommen mehr. Man dürfe die heutigen Studierenden dennoch nicht entmutigen. Seine Haarlocke erhob sich kämpferisch auf seinem Haupt. Die Gastgeberin seufzte und nickte. Sie öffnete den Kühlschrank und nahm Sahne und Eier heraus und schlug ein Ei auf. Es war seit Monaten im Kühlschrank vergessen worden. Der Dotter hatte eine dunkelgrüne Färbung angenommen und stank widerlich. Die Gastgeberin ekelte sich und fürchtete das Urteil des Schweizers. Schnell entsorgte sie das faule Ei, verschloss den Müllsack und wusch die Schüssel mit viel Spülmittel. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn. Auf dem Etikett der Spülmittelflasche waren blühende Lavendelzweige abgebildet und zarte Frauenhände mit gepflegten, schillernden Fingernägeln. Der Schweizer verließ die Küche und setzte sich an den Esstisch, wo der Ehemann gerade dabei war, mit Leinenservietten zu demonstrieren, wie man einen Säugling wickelte. Er war ein so stolzer Vater. Aber er wirkte auch schon etwas betrunken von den Cocktails in der Innenstadt. Die Gastgeberin holte 4 frische Eier aus dem Kühlschrank und rührte sie mit Sahne, Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss zu einer cremigen Liaison. Danach rieb sie ein ganzes Stück Gruyère-Käse grob hinein und füllte alles in den Teigboden. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze schob sie die Quiche für 40 Minuten ins Backrohr, stützte sich dann an der Arbeitsplatte auf und atmete tief ein und aus. Dann nahm sie die Flasche Rotwein, öffnete sie, schenkte sie einen großen Schluck in ihr finnisches Glas ein und trank es in einem Zug aus. Ihre Brustwarzen schmerzten nun doch. Es fühlte sich an wie Kochen im falschen Jahrhundert. Danke, Thomas Saarbacher. Kochen im falschen Jahrhundert, was heißt das eigentlich? Ja, also Theresa Präauer hat sich da natürlich die größte Neurose des modernen Menschen westeuropäischen Zuschnitts vorgenommen. Und das ist sicher das Essen und das Kochen. Und das Verhältnis dazu ist ganz hysterisch unausgeglichen. Auf der einen Seite ist es der Ort der totalen besinnungslosen Konsumation. Und auf der anderen Seite erwartet man nicht nur ein Distinktionsmerkmal, sondern eigentlich spirituelle Erlösung. Und ich glaube, es gibt eigentlich für uns alle, wenn ich uns da einschließe, nur noch eine politische Forderung, und das betrifft wirklich die Ernährung. Und in diesem Buch, es ist ja eigentlich ein Horrorkabinett, und es ist eine so verzweifelte Welt, die eigentlich kaum mehr irgendeinen Anker findet irgendwo, außer eben bei einer Quiche möglicherweise. Oder einem Glas Wein. Ja, der Cremant, und, genau. Und das führt mich natürlich auch ein bisschen zu der Frage, gibt es davon eine Erlösung? Also es wäre die Erlösung von diesem Zwang, sich kulinarisch gut zu ernähren. Und haben Sie eine Antwort? Linsen wahrscheinlich. Ich habe den Eindruck, das ist auch, es gibt ja so Regressionen in der Gesellschaft. Das mit den Linsen, das fällt mir sehr auf. Ich habe sehr, sehr viele Linsen gegessen in meinen ersten 10 Lebensjahren. Dann habe ich sie 30 Jahre nicht mehr gesehen. Niemand hat es gegessen. Und jetzt gibt es überall Linsen. Und wahrscheinlich wird das die Mündung sein, wo wir alle hin müssen. Sind Linsen die Lösung? Tja, das mag sein. Also da habe ich jetzt keine Perspektive dazu. Vielleicht sollte man etwas kurz zur eigentlichen Konstruktion des Buches sagen, die am Schluss ja auftritt. Die Gastgeberin ist in Psychotherapie, ist umgezogen, ist unter ihren Bananenkisten, ist nicht in der Lage, das Zimmer einzuräumen, schiebt also alle möglichen Einladungen immer wieder hinaus und stellt sich vor, wie es wäre. Deswegen ist jedes Kapitel eigentlich das gleiche in einer etwas anderen Konstellation. Deswegen wiederholt sich das alles. Das Problem ist, das ist ein Psychogramm, aber das ohne jede Psychologie oder Reflexion auskommt, weil all die Fragen, die man da stellen könnte, woher kommt der Foodporn, was suchen wir, was treibt die Leute an, wer ist der Schweizer, wer ist die Gastgeberin, wer ist der, all das ist so hochgradig typisiert. All das, was wir hier auch gehört haben, da gibt es einen Schweizer, der redet über ein ernstzunehmendes Thema,
Aber das wird immer nur so vorgeführt, wie die Worte vorgeführt werden, wie die Rezepte, die völlig uninteressant im Grunde genommen sind, vorgeführt werden. Und das Problem dabei sehe ich in dem süffisanten Tonfall. Süffisant hat zwei Seiten. Einerseits ist es selbstgefällig, andererseits ist es abschätzig. Das heißt, ich habe hier einen Schweizer, der redet über ein Thema von Studenten, dann wird er lächerlich gemacht durch diesen süffisanten, auf Pointen versessenen Ton, dass seine Haarlocke kämpferisch nach oben geht, wo du denkst, aha, du Depp und dein Thema ist nichts. Also der Ton mit der Erzählerin. Der Ton der Erzählerin, der aber gleichzeitig auch die Perspektive ist, mit der all das geschildert wird, ohne dass es jemals irgendeine Tiefe erreicht, eine Reflexion erreicht. Selbst der Gegenentwurf von »Erinnerst du dich damals?« Da wäre jetzt quasi angedacht, das einfache Essen im Vergleich zu dem komplexen Foodporn. Aber auch das kommt aus derselben Welt heraus. Man heißt, erinnerst du dich damals an diese erste Auster auf dem Platz in Seattle? Hast du den ersten Schluck Pazifik? Genau das ist die Welt, die sie beschreibt. Und das Problem dadurch, dass man eine seichte, oberflächliche, langweilige Welt beschreibt, in einem seichten, oberflächlichen, langweiligen Ton, stellt sie nicht bloß, sondern ist eigentlich nur redundant. Literatur hat was mit Verstehen zu tun. Das finde ich nicht. Also ich finde auch nicht, dass sie ständig diesen Ton hat. Ich finde, dass sie sich ziemlich zurückhält, dass sie ziemlich sehr genau, sehr präzise beschreibt. Also ich habe mich, also natürlich, ich esse gerne, ich gucke gerne Essen an, ich kaufe gerne Essen ein, ich koche gerne. So, ich hatte eine Affinität dazu. Und sie beschreibt Dinge, zum Beispiel dieses, dass der Schweizer da ihr zuguckt, während sie die Quiche macht. Und sie möchte eigentlich nicht, dass er zuguckt, weil sie kann nicht gleichzeitig kochen und sich unterhalten. Ein tiefes Problem von mir. Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Und das ist beim Kochen natürlich ganz furchtbar. So, und das beschreibt sie, aber das ist, sind sehr wahrhaftige Sachen. Es ist nicht nur Oberfläche, Benite. Dazu ist sie zu genau und wahrscheinlich bezieht sie sich möglicherweise ja ein. Das wissen wir nicht, weil keine Ich-Form kommt. Aber ich finde es nicht so. Ich finde auch die Ironie sehr. Das setzt sie sehr gemessen ein. Sie macht mal den Satz über den Schweizer, sagt sie doch irgendwie, er hatte selbst in belanglosen Dingen. Ja, mein Lieblingssatz. Neigte er zu... Genau, selbst in belanglosen Dingen zeigte er sich meinungsstark. Ja, so ein kleiner Satz, der ist jetzt nicht wahnsinnig... Doch, der ist toll. Der Satz ist toll. Der Satz ist abschätzig und gemein. Und dadurch, aber auch und dadurch zutreffend, dass er nie anders charakterisiert, woher wissen wir das? Das ist sicher so. Das ist da kein durchwegs freundliches Buch. Das ist ein ziemlich Muss böses es ja auch Buch. Nicht sein. Nein, absolut. Und das ist auch das, was ich daran geschätzt habe. Ich wüsste auch nicht, wie man dieses Sujet anders darstellen könnte, tatsächlich. Eigentlich die Kritik an einer Schicht, an einer bürgerlichen Haltung dem Essen gegenüber, die natürlich auch ziemlich blind und fatal ist für die wirklichen Probleme und die wirklichen Herausforderungen. Wir wissen alle, dass wir uns nicht transzendieren werden durch eine schöne Quiche. Auch nicht durch die Linsen natürlich. Und gleichzeitig stehen wir vor immensen Problemen, was unsere Ernährung betrifft. Und wir müssten alle als Gesellschaft einen Weg aus diesen Sackgassen finden. Und deshalb finde ich diese Darstellung, das stimmt, geht schön über die Oberflächen hinweg und vertieft und resoniert dann die Fragen, die sie aufwirft, nicht wirklich weiter. Was mich daran auch interessiert, ist das Hohle daran. Nicht wahr? Es ist wirklich so hohl wie der Topf, das Ganze, in dem das Zeug gekocht wird. Und dieses Leben ist auch so hohl. Und ich frage mich manchmal schon, wenn ich jetzt so meine Alterskohorte betrachte, diese Sehnsucht jenseits der 50 nach Kupfertöpfen oder nach schönen... japanischen Messern oder nach Vakuumiermaschinen oder dieser Druck, der da auch, ich merke das, ich werde auch Ziel der Werbung, die ist jetzt mittlerweile adressiert, weil das natürlich ein großer Markt ist und
Und ich glaube, das ist doch ein sehr böser und sehr präziser Beitrag zu einer Debatte, die längst nicht abgeschlossen ist. Die Debatte ich muss glaube, sie ja auch nicht selber führen. Sie es gibt, es an, lässt sich auch auf zwei Ebenen lesen. Das eine ist diese ganz konkrete Ebene Kochen als Kulturtechnik. Was bedeutet Kochen in unserer Gesellschaft? Das ist sozusagen das, was primär verhandelt wird. Aber das, was Sie vorhin gesagt haben mit dem Psychogramm, finde ich interessant. Diese Geschichte wird ja mehrfach in Varianten erzählt. Mal kommen die Gäste, mal kommen sie zu spät. Und dann kommen sie gar nicht und so weiter. Und das ist schon interessant, weil im Grunde genommen steckt da drin ja auch eine tiefe Verzweiflung darüber, dass es nicht mehr funktioniert gesellschaftlich. Dass man sich auf der Oberfläche, dass man sich treffen kann, man kann sich aber nicht treffen. Es ist in dem Sinne schon eine Art Psychogramm auch von einer Gesellschaft, die nicht mehr zueinander findet, die nicht mehr miteinander reden kann, die nicht mehr wirklich das verhandelt, also das Linsenproblem ja, verhandelt, glaub, das sie ist, vorhin angesprochen haben. Und da wären wir wieder bei den Linsen, weil eigentlich gibt es zwei heilige Dinge über alle Kulturen hinweg. Das ist das auf der einen Seite der Totendienst, dass wir die Toten begraben, und die Gastfreundschaft. Und in auf all diesen Seiten, obwohl es um Einladungen geht, dann gibt es kein Bewusstsein für die Wichtigkeit und für wirklich das Entscheidende, eine Gastgeberin zu sein und gastfreundlich zu sein. Dafür gibt es irgendwie kein Bewusstsein. Und ich glaube, das ist ein Bild für unsere Gesellschaft, das sehr schmerzhaft ist. Genau, ich muss das. Dass es gar keine Geschichte gibt, ist ja auch eine Aussage. Das macht sie ja ganz glasklar. Und sie schreibt es auch wie ein Rezept, nicht wahr? Es ist wirklich alles in diesem. Es ist ein bisschen algorithmisch aufgebaut mit dem Rezept und der Jazzliste und so. Ja. Ich musste, komischerweise kam mir plötzlich dieses Bild des Lagerfeuers in den Sinn, wo man früher zusammenkam und miteinander geredet hat und sich Geschichten erzählt hat. Und das ist es ja genau nicht. Also es ist sozusagen verloren gegangen, das wirklich miteinander zusammensitzen und sich auseinandersetzen miteinander, so wie wir das hier machen. In dem Sinne beim Lagerfeuer oder eben bei einer sehr oberflächlich gestalteten, fast schon popkulturellen Szenerie, oder dass dann eben das dänische Glas und lalala, was ich kann das gar nicht aufrufen, die aber man könnte. Alto-Vase genau. Mit den Wiesenblumen und so. Genau, und das erinnert mich an, also werden Sie wahrscheinlich kennen, diese Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz, der irgendwie sagt, dass wir wirklich nur noch auf diese Sachen gehen und der im Grunde genommen so einen Imperativ haben, besonders zu sein, anhand von irgendwelchen Objekten, die dann aber nicht die Besonderheit mehr unterstreichen, ja. Um es jetzt mal ein bisschen verkürzt darzustellen. Aber das beschreibt sie ja. Das ist auch ein Sinn dieses Buches. Deswegen, das ist, glaube ich, schon eine Art Gesellschaftsdiagnose. Es ist schon sehr auch ein bisschen, ehrlich gesagt, deprimierend zu lesen. So launig es daherkommt. Leider, ja. Und das hat ja wieder was mit Satire zu tun, ja, oder? Ja, es gibt auch einen sehr prononcierten Fetischismus, weil Sie das gesagt haben, natürlich in diesen Waren und in den Zubereitungssachen. Ja, genau, und der Fetischismus verweist immer auf etwas Abwesendes, natürlich. Und was da abwesend ist, da wird performativ sehr deutlich, ohne dass es ausgesprochen wird, was denn eigentlich genau fehlt in dieser Gesellschaft. Und deshalb ist es ein trauriges Buch, tatsächlich. Es ist sehr leicht und sehr suffisant geschrieben, aber es macht nicht wirklich fröhlich, leider. Also ein super Übergang. Auch dieses Buch macht nicht wirklich fröhlich. Aber es macht nichts. Also interessanterweise ist die Hauptfigur ungefähr im selben Alter wie die Figuren bei Theresa Präauer, aber unterschiedlicher könnten die beiden Bücher kaum sein. Raoul Schrott, Sie haben diesen modernen Klassiker ausgewählt, Der Fall von Albert Camus, Sie haben es vorhin gesagt, der dritte Roman, für den er dann auch den Literaturnobelpreis bekommen hat, jetzt neu übersetzt von Grete Osterwald. Und Sie haben gesagt, das sei ein brillantes Meisterwerk. Warum? Er ist ein Kabinettstück der Weltliteratur, in dem es einen Monolog präsentiert von dem Hauptdarsteller Jean-Baptiste Clamence, der zwei oder eigentlich drei Sachen zeigt, nämlich dass die Literatur der Mensch mit seinen Idealen eines ist, nämlich falsch, verlogen und doppelgesichtig. Bei der Literatur macht er das auf eine exemplarische Art und Weise, weil wir nur einen Monolog haben und das, was Literatur ja tut, ist, dass sie mit uns in einen Dialog tritt, aber wir nur eine Seite lesen können, die fingiert. Es ist eine Fiktion, es ist also falsch,
oft auch erlogen, um uns aber die Wahrheit zu sagen. Dieses Paradoxon inszeniert dann auch der Mensch an sich. In dem Fall ist es der Monolog, die Lebensbeichte von Jean-Baptiste Clamence, ehemaliger Strafverteidiger und Rechtsanwalt aus Paris, der ein Anhänger der guten Sache war, nicht der edlen Fälle, wie diese Übersetzung, die leider sehr enttäuschend ist, unterbringt, der sich als guten Menschen sieht, in aller Selbstgefälligkeit, demnach von außen hin das Gute zugesprochen wird und der plötzlich merkt, dass die eigentlichen Beweggründe für sein Gutmenschentum eigentlich sehr nieder sind, sehr egoistisch sind, sehr triebhaft sind, der dann ein Menschenbild entwirft, bei dem es also nicht nur die hohen Ideale gibt, sondern auch die niederen Triebe. Und all das bringt ihn dann dazu, dass er nach Amsterdam geht, in das ehemalige Ghetto der Juden, das von den hitlerischen Brüdern, wie er sie nennt, ausradiert wurde, um sich dort im Rotlichtviertel als Führer anzudienen durch Amsterdam und sich dabei durch seine Lebensbeichte zu demaskieren, indem er seinen Sündenfall schildert, seinen Sturz aus dem vermeintlich illusionären Paradies des Guten in die neunte Hölle Dantes, wo die Verräter sitzen, die sich am Menschlichen vergangen haben. Und das ist, für mich war das ein, als ich das mit 15, 16, 17 gelesen habe, war das ein Manifest des Humanismus, weil es vorgeführt hat, dass wir nicht aus den hohen Idealen, den ewigen guten Werten bestehen, dass auch das Ich ein Kunstprodukt ist, mit dem wir uns relativ viel vorlügen und dass vor allen Dingen alle Ideale, die wir dem Menschen von oben hin zuschreiben, gleich ob das die Religion ist oder irgendein Ismus, zu einem totalitären System führen, das dann wieder unmenschlich wird, statt menschlich zu sein, weil es alle Widersprüche auslöscht. In diesem Fall ist also die Beichte dieses Rechtsanwalts, der sich selbst demaskiert, um dem anderen, dessen Worte wir nicht hören, einen Spiegel vorzuhalten, der also sagt, ich bin jetzt vom Strafrichter zum büßenden Richter geworden, nicht Bußrichter, wie es in dieser falschen Übersetzung heißt. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache, weil das ist das Paradoxon des Kreters, der sagt, dass alle Kreter lügen. Und die einzige Art und Weise festzustellen, was an diesem Buch wahr ist, ist es auf sich selbst zu beziehen und zu fragen, wie viel davon ist jetzt dann wirklich, trifft auf mich zu und ist also wahr in einem menschlichen Sinne. Und das ist eines der brillantesten Stücke von Literatur, das ich kenne, das auch deshalb nicht alt geworden ist, weil es sehr viel Gegenwart bezogen hat. Genau, nicht alt geworden, das ist eigentlich das Stichwort. Was ist denn so zeitlos an diesem Text? Sie haben das mit 15 gelesen, jetzt ist es neu übersetzt worden und es schlägt immer noch eine Seite in einem an, die klingt, oder? Ja, ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen, war eine Bildungslücke und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie aktuell das ist. Und zwar meine ich speziell die Stellen, wo er schildert, selbstkritisch schildert, wie er selbst verliebt, wie er besoffen ist von seinem Gutsein und selber von sich so ergriffen ist. Weil das ist natürlich die Jahrzehnte überdauernde Haltung. Jetzt würde man sofort sagen, das ist ja, was den Grünen und den Linken immer vorgeworfen wird. Sie wollen so Gutmensch und so, dieses schreckliche Wort. Der war ja vor den Grünen, der hat das anders geschrieben. Es betrifft auch andere Menschen, es betrifft Leute, die sich für schlau halten. Das sind nicht unbedingt die reich sind, aber die sich für intelligenter halten, als die anderen. Das ist eine wahnsinnige Herablassung, die er da schildert und die er selbstkritisch ja mitkriegt. Und das fand ich eine wahnsinnig aktuelle Beschreibung. Ich musste zum Teil lachen, weil ich dachte, das kann man so eins zu eins auf heute anwenden. Und eben nicht nur auf die Linke. Bei ihm geht es ja auch um die Macht der katholischen Kirche oder um die Sinngebung der katholischen Kirche. Dagegen wendet er sich ja auch. Das ist eine interessante Form der Beichte oder der Buße. Also normalerweise beichtet man ja etwas, was man falsch gemacht hat. Und er beichtet ja das, was er in dem Sinne richtig gemacht hat. Er hat den Leuten über die Straße geholfen. Er hat versucht, jedem zu helfen und edel zu sein. Und er hat aber festgestellt, ich habe mir nur was vorgemacht. Eigentlich ging es mir nur ums Herrschen.
Das stimmt, aber performativ übernimmt er natürlich diese Form von Augustinus und von Therese von Avila und von Rousseau natürlich und von Johannes von Kreuz. Und es ist eine Ansprache, dieses Du. Ja. Und es beginnt ja auch so, er ergreift sich diesen Menschen und erzählt ihm mit seiner ganzen Werfe und Intensität sein Leben. Mir ist bei diesem Buch nicht zum ersten Mal, aber wiederholt aufgefallen, wie stark Camus und überhaupt der Existenzialismus diese Folie des Christentums benötigt hat. Und wie das eine ohne, ja, nicht nur in diesem Einfall, ganz generell. Ich glaube, die Frage des 20. Jahrhunderts war natürlich schon, dieses Buch ist 1956 erschienen, was machen wir mit all den Heilsversprechen? Mhm. Was machen wir mit einem Leben, wenn es möglicherweise danach gar nichts mehr gibt? Was machen wir damit, dass uns das, was wir in diesem Augenblick haben, genügen muss? Kochen wir zum Beispiel die ganze Zeit? Oder was machen wir mit der spirituellen Dimensions- und Heimatlosigkeit? Und Camus versucht da nicht eine Antwort zu geben, sondern er versucht das eigentlich, die Frage als falsch herauszustellen. Oder er versucht zu zeigen, dass das Leben sich selbst genügen kann und genügen muss. Und deshalb hatte ich auch jetzt nicht so sehr das Gefühl, dass es ein Buch über die Täuschung oder über die Lüge ist, sondern dass wir nicht genau wissen, wie wir uns zufrieden geben können mit dem Moment, in dem wir sind, wenn er nicht im Hinblick auf ein Paradies, auf eine Zukunft geschehen kann. Und das wäre dann meine andere Frage, weil ich war jetzt ein bisschen erstaunt. Ich hatte beim Lesen nicht unbedingt das Gefühl, dass das Buch sehr direkt zu mir spricht. Mhm. Ich habe die Jahrzehnte zwischen mir und diesem Buch sehr deutlich gespürt. Und ich glaube, wir sind resigniert in diesen Fragen. Wir haben uns damit abgefunden, dass da nichts ist. Wir als Gesellschaft, dass wir eigentlich unsere Spiritualität privat noch erledigen. Und das blüht ja. Deshalb ist auch das Buch über die Astrologie so wichtig, weil wir sehen, der Obskurantismus in dieser Gesellschaft, der Irrationalismus, das nimmt Überhand in ganz vielen Orten. Der Nationalismus ist nur eine Form davon. Das ist auch eigentlich eine Sublimierung dieser Sehnsucht nach Geborgenheit in einem übergeordneten Zusammenhang. Ja. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Zeit über Camus eigentlich hinweggegangen ist. Nicht, dass das dieses Buch schmälert, überhaupt nicht, in keinster Weise, aber es zeigt die Zeit und vor allem Camus als Zeuge eines Momentes 1956, in einem Moment, wo Europa gerade wieder versucht hat, in das nächste Wirtschaftswunder zu gehen und alle Fragen, eigentlich die wesentlichen Fragen, weder gestellt und schon gar nicht beantwortet waren. Ich habe mich das auch gefragt. Ich finde, das ist nicht einfach zu lesen. Man muss sich extrem konzentrieren. Ich habe dann immer 3 Seiten gelesen, 2 zurückgeblättert, 3 Seiten gelesen. Also ich habe wirklich lang gebraucht und hatte den Eindruck, dass ich ohne Kenntnis dieser ganzen sozusagen des ganzen Kontexts, aus dem heraus dieses Buch entstanden ist, das nicht richtig einordnen kann. Das ist der eine Aspekt, den Sie jetzt so betont haben, aber der andere ist ja doch etwas übers menschliche Dasein, nämlich dass wir uns vormachen, wir seien gut im Herzen und wir würden anderen helfen und in Wirklichkeit nur unsere eigenen Ziele verfolgen und ja, im Grunde genommen so ein bisschen, aber das wäre ja ein mit bisschen einer ein kleiner Hybris Gedanke und mit einer für Doppelzüngigkeit. Ja, danke. Nein, ich meine, mir reicht dieser kleine Gedanke. Nein, überhaupt nicht, das ist so, das ist ein Gedanke, ein wesentlicher Gedanke, danke, dieses Buches, nicht bei Ihnen. Aber dieser Gedanke wurde ja immer und immer wieder in den folgenden Jahrzehnten durchgekaut, nicht wahr? Steht es eigentlich? Genau, das ist ja das, genau, was Paul Schrott gesagt hat. Also Dürrenmatt beispielsweise mit seinem homerischen Lachen hätte es vielleicht so nicht gegeben ohne dieses Buch, habe ich mir gedacht, oder? Es gibt ja dieses Lachen, was dieser Bußrichter oder Büßenrichter oder ehemaliger Richter hört und nicht zuordnen kann. Das ist ja wie so ein Verfolgungswahn, den er da hat. Und da geht es schon um das Lachen als Urteilsspruch, um die Heuchelei, um die Hybris eines Menschen, der im Grunde genommen verurteilt sich fühlt.
Ist zu klein, der Gedanke? Ich finde den ganz schön groß. Nee, ich glaube, in welchen geht es hier? Und ich meine, jeder liest das anders, aber geht es um die Doppelzüngigkeit. Und zwar auch die Doppelzüngigkeit des Menschen, indem es ein Menschenbild entwirft. Da ist zum Beispiel ganz am Anfang so ein kleiner Nebensatz: unsere hitlerischen Brüder in diesem Ghetto. Hitlerische Brüder, und das war einer, der bei der Resistance war. Ja. Also der hat keine politische Sympathie für die Faschisten, sondern das heißt einfach, die dunklen Seiten in uns akzeptieren und zu sagen, der Mensch ist so. Der Mensch ist nicht nur gut, sondern der Mensch ist auch schlecht. Es gibt kein übergeordnetes System, keine Ideologie, in dem wir das alles unterbringen. Das einzige Plädoyer, für das das Buch oder für das Jean-Baptiste Clémence als Negativfigur steht, wie Meursault eine Negativfigur für eine existenzielle Haltung ist, ist ein Plädoyer für etwas verstehen, Milde walten lassen, Nachsicht. Und das ist, glaube ich, jenseits aller Ideologien, die das Gute, die irgendeine Bergpredigt von oben halten, die sagen, es gibt die 10 Gebote, gegen die am Ende dann doch irgendjemand irgendwann verstoßt, heißt es, ein Menschsein zu begreifen, das vollständig ist, dass das Primitive, wie er nennt, mit dem intellektuell Eloquenten ebenso verbindet. Oder zu seiner Zeit wäre das dionysisch und apollinisch. Also das ist etwas überzeitlich. Bei Schiller wäre das das Naive und das Sentimentalische gewesen beispielsweise. Und dort, wo dieses Buch modern ist, ist irgendwie schon auf der dritten Seite, man kann den Menschen zusammenfassen, indem man sagt, er fickte, der Forniqueur, und er las die Zeitung. Das heißt, Vögeln und die öffentliche Meinung. Und dann gibt es noch seine Lust zum Verurteilen. Deswegen muss man andere schneller verurteilen, als man selber verurteilt wird. So. Aber das wäre mein Punkt, weil ich glaube, es geht nicht primär um eine Conditio Humana, um den Menschen an und sich, sondern um den Menschen in seiner bürgerlichen Verfasstheit. Und das meinte ich mit dem kleinen Gedanken. Und das ist das, was ich mich gefragt habe, ob dieses Buch für uns heute, diese Kritik am Bürgertum, die wir in den letzten Jahrzehnten wirklich in allen Formen, wie Sie sehr richtig gesagt haben, Herr Schrott, durchgemacht haben, ob es noch diese Virulenz und diese Brisanz hat. Ich hatte so einen schönen Übergang zum nächsten Buch, den haben Sie mir jetzt kaputt gemacht. Macht aber nichts. Wir kommen zu einem anderen sehr brisanten Buch. Vielleicht kann ich das so überleiten. Und zwar zu Sarah Elena Müller, Bild ohne Mädchen, ein Debüt aus der Schweiz, das Sie, Lukas Bärfuß, für die Sendung ausgewählt haben. Sarah Elena Müller ist eine junge Musikerin, Kolumnistin, multimediale Hörspiel- und Theaterautorin. Und dieses Buch spielt in einem Schweizer Bergdorf Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und erzählt die Geschichte von einem 5-jährigen Mädchen, das immer zum Fernsehen zu den Nachbarn geht, weil es das zu Hause nicht darf. Das klingt harmlos, es ist aber alles andere als das. Und um Ihnen die Stimmung zu illustrieren, in der das Ganze geschrieben ist, auch die Sprache, mit der Sarah Elena Müller davor geht, hören wir jetzt eine Passage aus dem Anfang des Romans, gelesen von Thomas Sarbacher. Das Kind schüttelt die Starre des Fernsehens ab, schüttelt die Bilder und Töne aus sich heraus, damit die Eltern nicht merken, dass es sich heimlich bei den Nachbarn damit angefüllt hat. Dann stößt es mit frischem Gesicht die Wohnzimmertür auf. Im Wohnzimmer sitzen die Eltern mit anderen Erwachsenen auf Stühlen. Besuch machen, nennen sie es. Nach dem Besuch machen sacken die Eltern in eine liegende Position und seufzen. Die Stuhllehne hindert sie daran, bereits früher hintenüber wegzuklappen. Beim Besuch machen wird viel geredet. Dabei wollen die Erwachsenen einander ins Gesicht sehen. Auf der Eckbank sitzt die Kindergärtnerin. Lange beobachtet das Kind von der Türschwelle aus die Handbewegungen des Gesprächs. Die der Kindergärtnerin sagen, nicht gut. Die der Eltern sagen, ach was. Die Hände der Kindergärtnerin sagen, doch, doch. Kurz bevor das frische Gesicht des Kindes wieder erstarrt, wird es bemerkt und zum Tisch gerufen. Es setzt sich ganz vorne auf die Stuhlkante und wartet darauf, dass ein Wort für es fallen gelassen wird. Ein Wort, das es kennt und auf das es etwas erwidern kann. Es sitzt auch ohne Stuhllehne ganz aufrecht. Im Gesicht der Kindergärtnerin steht eine steile Stirnfalte. Im Kindergarten hatte sie das Kind aufgefordert, mit der Laubsäge ein Osterei aus einem dünnen Holz zu sägen. Das Kind sei aber seelisch nicht in der Lage dazu gewesen, informiert die Kindergärtnerin die Eltern. Die Eltern sehen aus, als wollten sie direkt ins Bett fallen.
Das Kind ist froh um die stützende Kraft der Stuhllehnen. Vielen Dank, Thomas Saarbacher. Ja, Lukas Berfus, was ist da los mit diesem Kind? Ja, wir haben jetzt gehört, es ist ein Buch im Präsens, in der grammatikalischen Zeit der Gegenwart. Und Gegenwart ist alles in diesem Buch. Wir haben keine Möglichkeit, einen weiteren Horizont zu entwickeln in diesem Buch. Alles ist ganz scharf gestellt auf das Momenthafte, auf den Augenblick. Und ich möchte sehr gerne vor allem über die Sprache reden. Und die Sprache ist ganz außerordentlich. Sarah Elena Müller verfügt über einen ungewöhnlich reichen Wortschatz. Ihre Substantivreihungen sind farbig, bunt, anschaulich. Sie findet immer das Wort, das kein Synonym findet. Das wirklich einzigartige Buch. Es ist auch ein Buch, das eine unglaubliche Kanalisierung der Wahrnehmung beim Lesen hervorruft. Und plötzlich erkennt man Dinge. Und in diesem Buch ist alles möglich. Es sind Engel sind da, es sind Menschen zertropfen durch die Terrassenbohlen und werden von schwarzen Katzen aufgeleckt. Sie gehen in die Hölle, weil sie zu viel Alkohol trinken. Es ist eigentlich ein Buch aus dem sozialen Nahbereich, aber es ist aus dem ersten, zweiten, dritten, vierten Kreis der Hölle gleichzeitig. Sie macht etwas nicht, was ganz, ganz viele zeitgenössische Literatur immer wieder tut. Und daran krankt auch meine Bücher immer wieder. Sie erklärt gar nichts. Sie stellt die Dinge hin, sie resoniert nicht. Und deshalb gibt es auch keinen Trost in diesem Buch. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und wie sie sind, das weiß man nie so ganz genau. Sie verwandeln sich in jedem Augenblick. Und vielleicht kommt dazu noch die außergewöhnlichste Eigenschaft jetzt von Sarah Elena Müller. Es ist komisch. Und es wird immer wie komischer mit jeder Seite, die man blättert. Und sie hat einen Wortwitz. Und der kommt natürlich aus einer großen, tiefen Traurigkeit und aus einer Frage. Was ist es eigentlich? Warum tun wir uns all diese schrecklichen Dinge an, die wir uns antun? Im Leben, in der Liebe, in den Beziehungen, in den Berufen. Und ich glaube, die Großmutter gibt eigentlich fast eine gamüsche Antwort. Ja, irgendwann deswegen mal. Wollte ich das vorhin, genau. Am Leben sein ist Täuschung, Ferien und Fußball. Mhm. Das bleibt, was es ist. Die Grundsubstanz aus Verzweiflung. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass mir dieses Buch begegnet ist. Und ich freue mich auf alle weiteren Lektüren dieser wunderbaren Autorin. Das verstehe ich gut. Sie haben jetzt vor allem die Sprache betont, aber ich glaube, wir müssen schon auch ein bisschen was noch zum Inhalt und zum Thema sagen. Unbedingt, aber dafür habe ich aber ja dafür haben Sie die Gspörndi. Es ist nämlich ein Thema, was gesellschaftlich tabuisiert ist, worüber nicht gesprochen wird in der Regel. Und es kommt auch im Buch erst sehr spät nicht zur Sprache, sondern wird, wie Sie das beschrieben haben, es wird quasi skizziert in Andeutungen, es wird nicht benannt. Und das ist der Missbrauch an diesem Kind von dem Nachbarn. Das muss man jetzt einfach mal sagen, weil das ist dann irgendwann doch klar. Das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Und trotzdem liest sich dieses Buch, wie Sie gesagt haben, nicht so schwer wie dieses Thema. Wie war es für Sie? Also Ich kann Ihnen nicht unbedingt folgen, wenn Sie sagen, dass es Komik hat, das Buch, dass es witzig ist. Ich fand, am Anfang schien es mir so ein bisschen zu Jelinecken. Also es kam mir so ein bisschen vor, als ob sie den Stil von Elfriede Jelinek nachahmt. Es gab immer nur den Vater, das Kind, also das nicht mit Namen genannt wird. Aber Prototypen. So. Das ist vielleicht habe ich zu wenig junge AutorInnen gelesen, und das macht man jetzt nach Jelinek, schreiben alle irgendwie so, die Präa macht das zum Teil auch. Aber da fand ich so ein bisschen, dachte ich, was kommt jetzt? Das ging verloren. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, weil es
eine Spannung entwickelte. Aber ich fand es schwierig zu lesen, ich fand es spröde. Und diese Geschichte mit dem Medientheoretiker, das fand ich relativ abstrakt. Sie haben es ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich konnte das selber lesend nicht alles drin sehen. Wahrscheinlich, also ich habe sogar überlegt, ob ich das Buch weitergelesen hätte, wenn ich es nicht hätte lesen müssen für diese Sendung. Ehrlich gesagt, ich fand es spröde, ich fand es anstrengend. Aber mich hat auch die Sprache dann gefesselt, weil es war irgendwie, als ob, ich habe immer gewartet, es dreut irgendwas, irgendwas kommt da noch. Und das hat mich auch bei der Stange gehalten. Das hat sie irgendwie geschafft, so eine Spannung da reinzubringen. Und dann kommt an der sehr späten Stelle diese Information, dass es sich tatsächlich um den Missbrauch handelt. Und je weiter ich gelesen habe, desto toller fand ich das Buch, weil ich fand dann die Art, wie sie schreibt, so angemessen dem Thema, weil es ja etwas ist, was man nicht sieht, wo es ein Netzwerk gibt von beteiligten Menschen, die nicht wollen, dass es bekannt wird. Es ist eine Sprachlosigkeit, es soll verdeckt bleiben. Und genau das hat sie nachvollzogen, indem sie nur an dieser kleinen Stelle eigentlich Klartext redet. Und das fand ich dann sehr, sehr großartig und ich bin auch dann froh gewesen, dass ich es zu Ende gelesen habe. Und es gibt so ein schönes, in dem Sinne ein schönes Bild, was ganz am Anfang noch gesetzt wird, wo die Großmutter wie durch dieser leere Blick, den die Leute manchmal haben, wenn sie einen nicht anschauen, sondern durch einen hindurchschauen, wie wenn in der Ferne im Horizont irgendwas wäre, oder? Dieses Hindurchschauen, nicht hinblicken und nicht darüber sprechen können. Beides. Das Buch hat ein dramaturgisches Problem, in dem das Fokus auf die Geschichte verschwimmt und erst spät richtig aufscheint. Das heißt, Seite 80 kriegt man so eine Andeutung dessen, was eigentlich abläuft. Und erst Seite 170 von 200 weiß man dann wirklich, worum es geht. Ich habe deshalb das Buch am Anfang so gelesen, das war das auch gut, die übliche Ich-Blase des Kindes, die ein Opfer ist, die Männer, die als Idioten sind, die Frauen, die gut sind, die autoriale Perspektive, die hier was liefert und liebes. Eigentlich kein Plot, keine Fabel, nur so serielle Befindlichkeiten, die unheimlich gut gemacht also sind. Aber wo Bilder man dann denkt, was soll's, worum geht's hier? Also Befindlichkeiten eines Kindes, okay. In dem Moment, wo man es aber zum ersten Mal versteht, liest man den Anfang völlig anders. Und dann ist auch die Passage, die der Thomas vorgelesen hat, mit dieser Stuhllehne, die einmal hält und einmal kippt, da merkt man, aha, das ist die kognitive Dissonanz eines Kindes, das missbraucht worden ist und das Ursache und Wirkung nicht mehr zusammendenken kann. Und in dem Moment, wo einem das bewusst wird, erkennt man auch, aha, deswegen braucht es einen Engel, weil das ist der Versuch, sich das zu erklären. Deswegen geht es um die Unke, deswegen macht das Kind überhaupt ins Bett, deswegen gibt es die Sprachlosigkeit. Und das ist mit einer Diskretion wirklich gemacht, die mich beeindruckt hat, weil sie wirklich mit und in Sprache denken kann. Mhm. Sie setzt also die Pointen nicht suffisant irgendwie billig drauf, um irgendeiner Komik willen oder um irgendwas Seichtes darzustellen, sondern da geht es wirklich um ein Verstehen des Menschen. Da ist einmal die Frage, wenn er kann es denn, sagt, ich weiß nicht mehr wer, das Kind oder die Frau sagt, kann es nicht einen Grundmenschen geben? Mhm. Und das wirklich Tolle an diesem Buch, weshalb ich, also so in Anlehnung an dich sagen würde, das wie die Enkelin von Camus, ist, dass sie diesen Kindesmissbrauch so schildert, dass der missbraucht, genauso ein Mensch ist wie alle anderen, die herum sind. Und das ist eine Art von Humanismus, die wirklich nur die Literatur leisten kann, weil sie weder vorverurteilt, sondern weil sie im Sinne von Camus Fall versucht, den Menschen von innen heraus zu verstehen mit all seinen Widersprüchen, Trieben, guten und negativen Seiten. Ja, weil sie diese Schuldkonzepte einfach außen vor lässt. Und da denke ich mir einfach, das nächste Buch von ihr, das wird dann super sein, weil da wird sie wissen, dass man nicht überall überwuchern muss beim Erzählen, sondern dass man nicht jeden Ball annehmen muss, sondern dass es um die Bälle geht, die man ins Tor schießt. Aber die kann wirklich was. Apropos Fußball. Ja, also ich glaube, wer da den Plot sucht, wie jetzt gerade Raul Schrott das gemacht hat, der geht natürlich schwer in die Irre, weil hier ist die Sprache das Subjekt. Und hier ist die Sprache etwas Lebendiges, ein lebendiger Körper. Und der entwickelt sich natürlich eben nicht nach der narrativen Methode, wie wir sie eigentlich üblicherweise gewohnt sind. Und es gibt auch nicht die erlebte Rede, die hegemonial in der zeitgenössischen Literatur
Literatur ist, sondern es gibt Hauptsätze, weil es keine Nebensachen gibt. Und alle die Versuche, etwas herauszufinden über die Tragik in dieser Geschichte, ist immer nur in diesem Augenblick. Alles zeigt sich in der Fürchterlichkeit dieses Moments und nicht in der Entwicklung. Das ist eben auch das Interessante. Weil für dieses Mädchen, für dieses Kind, für dieses Missbrauchte gibt es diese Entwicklung nicht. Und wir als Lesende haben immer das Bedürfnis, wir müssen ans Ende des Buches kommen, weil dort wird alles aufgelöst und dann können wir das Buch zuklappen. So ist nicht. Sie fällt durch die ewige Gegenwart ihres Leidens und hat dabei einen unglaublichen Blick für die Welt um sich herum. Sie sieht die Ameisen, wie man sie vorher noch gar nie gesehen hat. Und auch sogar ihr Bettnässen wird zu einem Objekt der unausgesetzten Neugier sich selbst gegenüber. Und dieser Versuch, irgendwie in diesem Verbrechen am Leben zu bleiben, das ist sehr, sehr berührend. Ich verstehe diesen Ansatz. Ich teile ihn auch. Es sind wirklich Bilder. Also Bild ohne Mädchen, es sind Bilder. Es sind wie Fotografien, die sie aneinander reiht. Und trotzdem gibt es eine Art von Narrativ. Es gibt natürlich das Mädchen, das größer wird, das irgendwann eine Frau ist. Es gibt auch einen Plot und es gibt auch ein Thema. Und natürlich ist die Sprache das, was alles trägt. Aber so ganz in dem Sinne frei von all diesen Begriffen, die wir sonst in der Literatur auch suchen, ist dieses Buch zum Glück nicht. So, eine große Leseempfehlung, ein Debüt, was wirklich sehr, sehr nachhaltig ist und sicher noch ein, also auf das Zweite, auf den Nachfolger wartet. Jetzt kommen wir zu den Tipps dieser Sendung. Lukas Bärfuß, kurze Runde bitte. Was empfehlen Sie? Das geht ja schon wieder schnell. Gell? Wo habe ich es denn? Da wir sind noch nicht zu Ende. Ja, auch ein Buch, das ganz, ganz Sprache ist, vom wunderbaren Ocean Wong. Time is a Mother, das sind seine neuen Gedichte. Und was soll man dazu sagen? Es ist betörend, es ist sinnlich, es ist das neue Buch eines der größten Lyriker seiner Generation, der in einer Weise an die Tradition anknüpft, sie weiterführt mit dem totalen Gefühl für Rhythmus und Klang. Und es ist reine Musik. Und das Tolle daran ist ja auch, es ist so leicht. Man kann es überall so mitnehmen. Und ja, und es macht, es trägt einem viel, viel weiter als jeder Urlaubsbus und jede Ferienreise. Ah, Maren Kreumann, was empfehlen Sie? Ich empfehle Ella Karina Werner. Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Das sagt der Titel, schon alles. Der Titel ist genial und so ist der Humor auch. Sie war Redakteurin, ist jetzt Mitherausgeberin der deutschen Satirezeitschrift Titanic. Und die Titanic, diese Art von Humor, also korrekt anarchischer, überraschender Humor, der nie irgendwas Stereotypes sucht oder von irgendwie Klischees ausgeht, das trägt ihr Schreiben. Nur, dass es... das andere sozusagen, was noch zu dem Titanic-Humor dazukommt, ist, dass sie mit dem Blick einer Frau natürlich auf die Gesellschaft guckt. Das war bei der Titanic ist schon ein Männerhaufen gewesen, sehr lange. Und das hat sich jetzt geändert, aber das hat mich einfach überzeugt, begeistert, wie sie schreibt. Das heißt nicht, dass sie nur über sogenannte Frauenthemen schreibt, das überhaupt nicht. Aber sie schreibt eben aus ihrer Warte und die ist besonders und es ist absurd, es ist wunderbar. Sehr, sehr lustig. Ich empfehle auch etwas Lustiges, allerdings mit literarischem Tiefgang, Verena Rosbacher, Mon Chéri und unsere demolierten Seelen. Wir haben dieses Buch verpasst im Literaturclub, auch das muss mal gesagt sein. Sie hat dafür den österreichischen Buchpreis 2022 erhalten und das ist eine Frau, die nicht so recht im Leben steht, im Zentrum. Und es geht um verschiedene Familienmodelle, Lebensmodelle, extrem lustig, sehr kurzweilig und die super Lektüre für die Sommerferien. Und jetzt kommen wir noch zu Raoul Schrotts berühmter Gedichtkolumne. Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht, das in jedem Schweizer Haushalt aufgeschlagen liegen sollte.
Die moderne Poesie in der Schweiz, herausgegeben von Roger Perret im Limmat Verlag. Darin habe ich Ihnen ein Gedicht von André Tompkins mitgebracht. Das ist ein der berühmtesten Schweizer Künstler, muss ich Ihnen auch nicht sagen, auch ein Vertreter der konkreten Poesie, die also Sprachmaterial vor allen Dingen visuell, typografisch präsentiert. Da habe ich mir ein Gedicht ausgesucht, um zu zeigen, was nämlich André Tompkins mit dem Genève macht, mit dem Wacholderschnaps, den der Held von Camus, der Fall, gerne trinkt. Nämlich, er macht hier einen Dutch Gin draus und das Gedicht besteht aus Anagrammen. Das sind also Worte, die sich durch die Buchstabenumstellung in einem einzigen Begriff ergeben, wie Erbgut aus Betrug oder der Name des Dichters Paul Celaner, seinem Geburtsname Antschel. Dichtung, nicht gut, gut, nicht, Dutch Gin und Gicht, Tuch, Ding. Mit minimalsten Mitteln, also wird hier ein Gedicht erstellt, das sich einerseits sogar reimt, das Dialektales sogar andeuten kann. Das zeigt, dass das Gedicht kein Hab und Gut eines herkömmlichen Sprachgebrauches ist, sondern auf andere Art und Weise entstehen kann. Dass es fremd ist und berauschend, wie Wacholderschnaps aus Holland sein kann. Ebenso aber auch in seinen Traditionen erstarren, wie die Dichtung in den 70er Jahren, als Tompkins, Gomringer, die Wiener Gruppe gegen die erstarrte herkömmliche traditionelle Poesie revoltiert haben, um zu zeigen, dass sie eben kein bürgerliches Ding ist, nicht irgendeine Nippesfigur auf einem Kamin, das man zu dekorativen Zwecken oder bei hohen Geburtstagen herausholt, sondern dass sie etwas frei Flottierendes ist, ein Gewebe, das aus den verschiedensten Fäden bestehen kann, ein Tuch, Ding, ein Text also, das uns heute nach 50 Jahren noch überdies demonstriert, dass uns ChatGPT weder uns noch die Dichtung ersetzen wird, denn der Algorithmus von künstlicher Intelligenz, der könnte zwar sicherlich sehr eine Liste von Anagrammen aus den Buchstaben des Wortes Dichtung erstellen, er würde aber weder die orthografischen Verstöße annehmen, noch wäre er in der Lage, ein System aufzubauen und so selektionieren, dass das Ganze einen tieferen Sinn ergibt. Denn ChatGPT, also es ist nichts anderes als statistische Vorhersage und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die Dichtung zeigt, dass wir eigentlich eher überraschend und unvorhersagbar sind, solange wir noch mündig sind. So. Danke der Runde für diesen schönen letzten Abend. Lukas Bärfuß, Raul Schrott und Maren Kreumann. Schön, dass Sie da waren. Wir sind noch nicht am Ende. Ich danke Thomas Sabacher für die Lesungen und Ihnen danke ich fürs Zuschauen, für Ihre Treue, für Ihre Rückmeldungen, auch kritischer Natur. Und natürlich danke ich dafür, dass ich 9 Jahre lang diese Sendung moderieren durfte. Es war mir jedes Mal wieder eine wahre Freude. Nach der Sommerpause empfangen Sie hier die beiden neuen Moderatorinnen der Sendung, Jennifer Kakschuri und Laura Düweck, die im Wechsel den Literaturclub moderieren werden. Und wir entlassen Sie heute nicht in die Nacht mit einem klassischen Gedicht wie sonst, sondern mit einem Song, den die Schülerin Olivia Vinal selbst geschrieben und komponiert hat. Sie hat im Frühjahr damit den Kurzgeschichtenwettbewerb ihrer Schule, ihres Gymnasiums gewonnen, des Literargymnasiums Remy Bühl in Zürich. Und ich saß in der Jury, habe das gehört und habe sie gebeten, dass sie das bei meiner letzten Sendung vorträgt. Bitte schön, Olivia Vinal. Back in the state I was in November 21, curled up in my bed because it's cold and dark, listening to music that brings me down. This morning the wind almost swept me off my feet, struggling to carry the weight of my own
buddy. Why am I so exhausted after 9 hours of sleep? Took so much for me to finally open up, admit that I might need someone. Could have sworn you'd catch me, the one person I'm supposed to trust. If I scream my lungs out, emptied the months worth of tears, and finally said the words, what am I even doing here? Who would face me, hold me, remind me of purpose and console me, instead of running away in fear, instead of making me feel weaker, getting too comfortable and feeling broken, though I know I'm not beyond repair. But for now it's hard enough to keep myself together for even just a day. And I don't want to be alone anymore, but I won't allow anyone to get close. It wasn't your intention to mess me up. You're still the one who clouds my thoughts. 'Cause I was counting on to you pulling me out of the dark. Guess you didn't wanna see how deep in I really was. But if I scream my lungs out, empty the been shoving away, I don't want to be here. And if you knew how hard I'm fighting, would you still keep me quiet, or would you make me live in fear? Why didn't you just keep me?